Die Tür des Wohngebäudes ist nur angelehnt und bewegt sich leicht in einem sanften Luftzug. Mit dem Lauf deiner Waffe erweiterst du den Spalt, dann kannst du ins Innere sehen. Vor dir liegt ein Flur. Verschiedene Jacken hängen an der Garderobe, links an der Wand steht eine Kommode. Dahinter, am Ende des Flurs, befinden sich drei geschlossene Türen. Vor der mittleren liegt, am Ende einer immer dünner werdenden Blutspur, der Kadaver einer Katze. Diesen untersuchst du als erstes. Vom linken Vorderbein sind nur noch einige Sehnen vorhanden. Die Katze muss in eine Kleintierfalle geraten sein, hat sich dann mit letzter Kraft hierher geschleppt und ist schlussendlich verendet. So zumindest malst du es dir aus. Du beschließt, die Kommode zu durchsuchen. Dort findest du allerhand Krempel, wie man ihn eben in Kommoden ablegt. Die nützlichen Dinge sind ein Päckchen mit 4 Batterien, eine halbvolle Schachtel Zigaretten, ein Feuerzeug und eine Sonnenbrille. Wenn du etwas davon mitnehmen möchtest, mache dir einen entsprechenden Vermerk in deinen Notizen. Danach ist die linke Tür an der Reihe. Sie führt in ein Kinderzimmer. Es ist in rosa gehalten, tonnenweise Püppchen, Kuscheltiere und Spielzeug. Außerdem ein Laufstall und ein Bettchen. Die Augen der Puppen sind dir unheimlich. Sie scheinen dich anzustarren und jeder deiner Bewegungen zu folgen. Deswegen beschließt du, dass es hier ohnehin nichts zu finden gibt, was du brauchen könntest. Kurz bevor du den Raum verlässt, fällt dein Blick noch auf den Wickeltisch hinten in der Ecke. Alle nötigen Utensilien sind vorhanden. Falls dir etwas dazu einfällt, kannst du dir jetzt den entsprechenden Gegenstand in deinen Notizen vermerken. Zurück im Flur schließt du die Tür zum Kinderzimmer wieder hinter dir. Mit dem Fuß schiebst du die tote Katze beiseite und öffnest die Tür in der Mitte des Flurs. Dahinter liegt ein großer Raum, eine Kombination aus Küche und Wohnzimmer. Eine Ledercouch, Bücherregale, an nahezu allen Wänden ein großer Fernseher. Die Leute, die dieses Haus bewohnt haben, müssen vor dem Krieg recht wohlhabend gewesen sein. Du hast leider nur Zeit für eine oberflächliche Durchsuchung, aber das macht nichts, denkst du dir. Wenn bisher keine Plünderer hierher gefunden haben, würde das auch so bald nicht passieren. Im Zuge deiner Durchsuchung befindest du folgende Gegenstände für brauchbar. Ein großes Küchenmesser, 4 Tagesrationen Konserven, 3 Päckchen Kaffee, 2 Gläser mit eingelegten Gurken und eine Flasche Cola. Wenn du etwas davon mitnehmen willst, mache dir einen entsprechenden Vermerk auf deinen Notizen. Ein 4. Mal betrittst du den Flur. Hinter der Tür auf der rechten Seite führt eine Treppe nach oben. Dort befinden sich 2 Schlafzimmer, von denen aber nur eines vollständig eingerichtet ist, und ein Badezimmer. Zügig öffnest du die Schränke und Schränkchen. In der Sockenschublade findest du ein dickes Bündel Bargeld, mit dem heutzutage allerdings nichts mehr anzufangen ist. Im Badezimmer, in den verspiegelten Schränken über dem Waschbecken, findest du einen Verbandskasten. Wenn du ihn mitnehmen möchtest, mache den entsprechenden Vermerk in deinen Notizen. Mehr Zeit möchtest du der Untersuchung des Wohngebäudes nicht widmen. Was möchtest du als nächstes untersuchen? Den Traktor, die Scheune, den Schuppen, oder möchtest du lieber gleich nach Bruchfelding weiterziehen?